Zum 20. Mal wurde im Elsterkreis der Tag der Ausbildung begangen. Am Vortag der Ausbildungsmesse findet dazu die Verleihung des Ausbildungsstar in einer Festveranstaltung statt. Da 2017 Bad Liebenwerder Ausrichtungsort für den Tag der Ausbildung war, wurde diese Festveranstaltung im Bürgerhaus Bad Liebenwerder durchgeführt. Eingestimmt wurden die Gäste an dem Abend von Robert Reis nebst Gemahlin Mathilde und dem stimmgewaltigen Benny, allesamt Schüler der Oberschule Robert Reis und im dortigen Musical-Projekt aktiv. Informationen, die du über die wirtschaftliche Entwicklung im Elbe-Elsterland erfahren kannst. Seit Wochen bist du damit beschäftigt, dir Gedanken darüber zu machen, wer wohl in diesem Jahr den Ausbildungsstar erhalten wird. Na Gott sei Dank wird dieses Geheimnis ja heute Abend gelüftet und du kannst endlich ruhig schlafen. Ja, du hast ja recht. Aber eine gute Ausbildung ist heutzutage auch sehr, sehr wichtig, mein liebes Mathildchen. Und die deutsche Sprache spielt auch eine große Rolle. Manchmal geht es aber schief. Denk ich an damals zurück, bin ich noch immer völlig hin, dann merke ich, dass ich auch heute noch verliebt in sie bin. Sie war eine wunderbare Frau, mit schulterlangem blondem Haar. Sie war die Frau, die wohl für mich die allereinzigste war. Sie war für mich von Anfang an so wundervoll gewesen. Sie lehrte mich das Schreiben und sie lehrte mich das Lesen. Ihre Haut weicher wie Sand und sie war eine richtig schlanke. Nein, ich werde nie vergessen, was ich sie verdanke. Ich liebe ihr noch immer, sie raubt mich heute noch den Sinn. Meine Deutschlehrerin, I'm getting tired, I need somewhere to begin. Came across a fallen tree. It fell the branches and is looking at me. It is the place we used to love. It is the place I've been dreaming of. Oh, simply think, where have you gone? I'm getting old and I need somewhere to be right. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired, I need somewhere to begin. So if you ever mind it, over we go. Talk about somewhere only we know. This could be the end of everything, so why don't we know somewhere. So, nun haben wir genug der Automation. Überlassen wir die Bühne nun unserem Bürgermeister, Herrn Richter, Herrn Müller von der Agentur für Arbeit in Cottbus, dem Landrat, Herrn Christian Heinrich Jaschinski und weiteren Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Wir wünschen allen Anwesenden noch einen angenehmen Abend und gratulieren jetzt schon dem Preisträger des Ausbildungsstars. Guten Abend. Abend. 20 Jahre Tag der Ausbildung im Elbe-Elster-Kreis. Das ist ein Jubiläum, auf das man stolz sein kann. Jens Zwanzig, Geschäftsführer der Regionalen Wirtschaftsförderungsgesellschaft Elbe-Elster MbH und Ausrichter des Tages der Ausbildung, freute sich über das bisher Erreichte. Eines ist bei diesen dreien, wie bei fast allen von Ihnen hier, liebe Gäste, in den Jahren bestimmt nicht leichter geworden, die passenden und so wichtigen Fachkräfte zu finden. Die Gründe dafür, denke ich, sind uns allen hier bekannt. Entscheidend ist es aber, wie man mit diesen Herausforderungen umgeht. Auch auf reichlicher und kommunaler Ebene wurden frühzeitig Akteure zusammengebracht, um neue Wege zu gehen. Wege, mit denen die Unternehmen in diesen Herausforderungen, so gut es denn geht, unterstützt werden können. Zum Beispiel mit einer zentralen Ausbildungsbörse oder aber vielleicht mit einer Ausbildungsfibel
als übersichtliches Nachschlagewerk für junge Leute. So können wir nun an diesem Wochenende auch ein Jubiläum feiern. Zum 20. Mal bieten wir Unternehmen und jungen Menschen der Region eine Plattform hier vor der Haustür, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Dieses Jubiläum löst bei mir persönlich gleich drei gute Gefühle aus. Dies ist zum ersten Freude. Freude darüber, dass so viele Akteure so lange durchgehalten haben, dieses Thema jedes Jahr aufs Neue und immer wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Dies ist zum zweiten Stolz. Stolz auf all diejenigen, die ihren Anteil beigetragen haben, diese Ausbildungsmesse zu einer Erfolgsgeschichte zu machen. Und schließlich Dankbarkeit. Dankbarkeit dafür, weil es eben nicht selbstverständlich ist, über 20 Jahre die Unterstützung zu erhalten, um ein solches Veranstaltungsformat in einer ländlichen Region zu platzieren. Das Engagement von Ihnen, liebe Unternehmerinnen und Unternehmer, und das hohe Interesse der Besucher ermöglichen es uns, auf eine lebendige Messegeschichte zurückzuschauen. Ein gern gesehener Gast mit Rederecht in den vergangenen Jahren ist der Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Cottbus, Heinz-Wilhelm Müller. Er ging in seiner Rede auf künftige Aufgaben ein, die unter anderem auf den Erfahrungen und der Arbeit der letzten 20 Jahre beruhen. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist noch in einem sehr viel tieferen Sinn ganz anders als vor 20 Jahren. Es haben nicht nur die Probleme die Seite gewechselt, sondern damals, vor 20 Jahren, hätten wir uns auf den Kopf stellen und, wie man so schön sagt, mit den Ohren wackeln können. Wir hätten selbstverständlich alle Ausbildungsstellen besetzen können, aber wir hätten bei weitem nicht allen jungen Menschen aus dem Landkreis Elbe-Elster eine berufliche Zukunft geben können. Wir haben versucht, wenn schon nicht die berufliche Zukunft hier, dann wenigstens anderswo. Sind Jahre später dafür übel gescholten worden. Ich stehe trotzdem noch dazu, obwohl ich es damals gar nicht entschieden habe. Ihr habt eine Wegzugsprämie bezahlt. Ja, haben wir. War vor 20 Jahren richtig. Besser Arbeit haben in Nordrhein-Westfalen als arbeitslos und perspektivlos hier und dann gerne mit einer Ausbildung Jahre später gut ausgebildet und als Fachkraft wiederkommen. Und das haben ja auch viele Menschen gemacht. Und es wäre noch schöner, wenn es noch mehr Menschen machen würden. Anders als damals ist so gut wie alles möglich, wenn wir zusammen diese Thematik angehen, so früh wie möglich die jungen Menschen, ob sie es hören möchten oder nicht, damit konfrontieren, Leute, es gibt ein Leben nach der Schule. Und dieses Leben nach der Schule hat mit allen möglichen Dingen zu tun, aber auch mit Ausbildung oder Studium und mit Arbeit. Ihr werdet an dieser Thematik, da sorgen wir für, nicht vorbeikommen, weil es allen nutzt. Wir versuchen es gemeinsam mit den Schulen, wir versuchen es gemeinsam mit den Kommunen, wir versuchen es mit Ehrenamtlichen, wir versuchen es in der Jugendberufsagentur, denn eins ist klar, es kann nicht sein, dass einerseits viele Ausbildungsstellen frei bleiben und andererseits junge Menschen ohne Chance sind, obwohl es Chancen genug geben würde. Damals war die Lösung unmöglich, heute ist sie möglich, wenn wir es wollen, zusammenstehen und alle Kräfte dafür mobilisieren. Das geht und das geht in Elbe-Elster allemal. Herzlichen Dank. Bei der anschließenden Podiumsdiskussion konnte Moderator Thomas Mierisch Personalberater bei der Agentur für Arbeit Gäste aus Politik und Wirtschaft begrüßen. Thema war 20 Jahre Ausbildung in Elbe-Elster. Beleuchtet wurde dieses Thema vom Landkreis und Betrieben der Region. Dabei gab es den einen oder anderen Einblick in die Verfahrensweisen der Unternehmen ODW und Schlieper Landmaschinen. Jetzt war es soweit. Gespannt warteten alle auf die Bekanntgabe des Unternehmens, welches den Ausbildungsstart 2017 erhalten sollte. Kommunen, Unternehmen und Kammern waren aufgerufen, Betriebe ihres Gebietes vorzuschlagen, die sich in besonderer Weise um den Fachkräftenachwuchs sorgen und dies praktisch umsetzen. 15 Vorschläge verschiedener Bereiche sind durch die Bürgermeister und Amtsdirektoren eingegangen. 9 Unternehmen wurden am Ende nominiert.
Das durch eine Jury ausgewählte Unternehmen für den diesjährigen Ausbildungsstar wurde in einem Imagefilm mit dem Schwerpunkt Ausbildung, produziert durch das Elbe-Elster Fernsehen, vorgestellt. Film ab. Im Südwesten des Landkreises Elbe-Elster produziert die Zuckerfabrik Brottewitz seit fast anderthalb Jahrhunderten Zucker aus Zuckerrüben. Als Teil der Südzucker AG arbeitet unsere Fabrik, übrigens die einzige Zuckerfabrik im Land Brandenburg, während der alljährlichen Rübenkampagne von Anfang September bis Ende Januar ohne Unterbrechung im 24-Stunden-Betrieb und erzeugt dabei in weniger als 5 Sekunden den durchschnittlichen Zuckerjahresbedarf eines Mitteleuropäers. Unsere Auszubildenden von heute sind unsere Know-how-Träger von morgen, weswegen wir in unserem zertifizierten Lebensmittelunternehmen großen Wert auf eine exzellente Ausbildung legen. Dies gelingt uns gemeinsam mit unseren beiden Ausbildungspartnern, dem Bildungszentrum Energie der NVAM-Gruppe in Falkenberg und der TÜV Rheinland-Akademie in Lauchhammer. In deren hochmodern ausgerüsteten Ausbildungseinrichtungen erlernen unsere Auszubildenden im Rahmen einer Verbundausbildung die theoretischen und praktischen Grundlagen ihres Ausbildungsberufes. Abgerundet wird die Ausbildung durch viele praktische Übungen und Erfahrungen an den Maschinen und elektrischen Anlagen in unserer Zuckerfabrik. Unter fachmännischer Anleitung unserer Ausbildungsmeister vor Ort werden unsere Auszubildenden ideal auf ihren späteren Beruf in der Zuckerfabrik vorbereitet. An der Ausbildung im Verbund, also an der Verbundausbildung, gefällt mir besonders, dass man halt sich austauschen kann mit anderen Azubis aus anderen Betrieben, aus anderen Werken, dass man immer einen Ansprechpartner vor Ort hat. Und ich finde es gut, dass wir hier so hochwertige neue Maschinen haben und dass wir an diesen halt auch wirklich gute Qualität von unseren Werkstücken hervorbringen können. Was mir hier besonders gefällt, ist halt, dass sozusagen wir relativ kleine Gruppen sind und dass der Ausbilder dadurch eine größere Übersicht hat und jeden Einzelnen auch helfen kann bei Problemen, was halt, denke ich mal, förderlich ist für die Leistung, die wir sozusagen dann erbringen. Dass man auch sehr schöne Dokumentationen bekommt, die halt sehr übersichtlich sind, sehr detailreich und dass man halt hier auf den neuesten Stand geschult wird, was natürlich in der heutigen Zeit, wo die Entwicklung so schnell vorangeht, meiner Meinung nach sehr wichtig ist. Hier befinden wir uns im Leitstand in Brottewitz und das ist halt für mich besonders schön, da ich ja jetzt praktisch das Wissen, was ich erlernt habe, hier anwenden kann. Nämlich während der Reparaturzeit sozusagen programmieren wir hier auch einiges, warten. Und jetzt während der Rübenkampagne sehen wir halt, wie die Anlagen funktionieren und hier im Leitstand überwachen wir halt, dass das alles vernünftig abläuft. Momentan werden in unserem Werk in Brottewitz 10 Azubis ausgebildet und das in den Ausbildungsberufen Industriemechaniker, Mechatroniker und Elektroniker für Betriebstechnik. Südzucker ist ein tarifgebundenes Unternehmen mit vielfältigen Sozialleistungen. So gibt es zum Beispiel vielfältige Möglichkeiten zur Altersvorsorge. Es gibt jährliche Sonderzahlungen wie Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld oder eine Gewinnbeteiligung. Man kann sie in einem bestimmten Rahmen seine Arbeitszeit flexibel gestalten und was für unsere Azubis noch ganz interessant ist, bei sehr guten oder guten Prüfungsergebnissen darf man sich über eine Sonderprämie freuen. Ich habe mich für Südzucker entschieden, weil es ein großes und stabiles Unternehmen in dieser Region ist und für eine gute Ausbildung steht.
Zudem kann ich in meiner Heimat bleiben. Und die sehr guten sozialen Leistungen versüßen mir die Ausbildungszeit. Südzucker hat mir natürlich meine Übernahme garantiert, worüber ich mich sehr, sehr freue. Und was eins ihrer Gesichtspunkte ist, warum ich mich auch für Südzucker entschieden habe. Südzucker bietet nach der Ausbildung auch Weiterbildungen an, zum Meister oder zum Techniker. Unter anderem ist es ein zukunftsorientiertes Unternehmen, was halt auch viel mit Tradition verbunden ist und sehr heimatgebunden ist. Mit einer Ausbildung bei Südzucker bieten wir jungen Menschen der Region eine berufliche Perspektive für die Zukunft und sichern gleichzeitig unseren eigenen Fachkräftebedarf in der Zuckerfabrik. Also eine klare Win-Win-Situation für beide Seiten. Süße Aussichten für unsere Zukunft! Ich freue mich, dass engagierte Unternehmen sich wiederum daran beteiligen wie in den vergangenen Jahren. Das zeigt, dass diese Tradition, dass die Firmen sich ihrer Verpflichtung bewusst sind und deshalb sich auch verstärkt dafür einsetzen, dass junge Menschen hier in der Region ihre Perspektive erhalten. Das verdient unsere Anerkennung, aber auch meinen Respekt. Und wir möchten mit diesem Format heute bereits zum 10. Mal in Folge das besondere Engagement in diesem Jahr würdigen, mit einem Ausbildungsstar ein besonderes Arrangement, wo sich Unternehmerinnen bzw. Unternehmer, ein Unternehmen, sich besonders verdient gemacht hat. Ihnen ist es bekannt, das Geheimnis wurde gelüftet. In diesem Jahr bekommt das Werk Ottewitz der Südzucker AG den Ausbildungsstar und deswegen können wir an dieser Stelle ruhig nochmal applaudieren. Somit stand der Gewinner fest. Die Südzucker AG mit ihrem Werk in Prottewitz wurde mit dem Ausbildungsstar 2017 geehrt. Dr. Wolfgang Bock, Betriebsleiter des Werkes in Prottewitz, nahm den Preis entgegen und bedankte sich aufs Herzlichste für diese Anerkennung. Recht herzlichen Dank erstmal an die Jury, alle die, die uns hier gewählt haben. Herr Heinrich Jaschinski, auch herzlichen Dank für die wunderbaren Worte, die Sie über unser Unternehmen gefunden haben. Und der Herr Müller hat es auch eingangs gesagt, Ausbildung ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und Sie haben es gesagt, in den 90er Jahren wurde bei uns kräftig investiert. Das waren schwierige Jahre. Auch da mussten wir Personal abbauen, um sozusagen konkurrenzfähig zu bleiben, zu werden. Und die damaligen Kräfte haben uns weit gebracht, aber kommen jetzt so langsam in ein Alter, wo sie uns verlassen werden und in einen anderen Lebensabschnitt wechseln. Und deswegen ist es umso wichtiger denn je, dass wir mit den jungen Leuten neue Verbindungen eingehen und unsere neuen Fachkräfte fördern und ausbilden und weiterentwickeln. Und dazu freue ich mich auch, dass wir quasi im Rahmen dieser Veranstaltung diesen wunderbaren Film geschenkt bekommen haben, mit dem es uns hoffentlich gelingen wird, noch viele weitere junge Menschen, die es ja gibt, die wir gehört haben, die schon geboren sind. Und wir müssen die auch von den Sofas herunterlocken und wir müssen sie in unser Unternehmen reinlocken. Und das kann eben nur gelingen, wenn wir auch in die Ebene, die Kommunikationsebene dieser Welt einsteigen. Das kann auch einer alleine nicht schaffen, deswegen bin ich sehr froh, dass heute Frau Dietrich hier mit dabei ist, die mich seit einigen Monaten tatkräftig dabei unterstützt. Und liebe Frau Dr. Mönicke, ich kann nur sagen, das eine Leid ist das andere Freud. Sehr, sehr gerne lernen wir
Herr Brottewitz die Früchte, die Sie gesät haben seinerzeit. Und denken auch, dass der Baum noch weiter wachsen wird. Und vielen herzlichen Dank an alle. Die Südzucker AG mit ihrem Werk in Prottewitz war übrigens auch einer der Aussteller zur Ausbildungsmesse am nächsten Tag in der Sporthalle an der Oberschule in Bad Liebenwerda. Mehr dazu sehen Sie in einem gesonderten Beitrag.